Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Keine Ahnung. Wie geht's denn nicht? Der ist so jetzt? Ich hab eigentlich auch keine Probleme. Jetzt geht durch den Hof. Da ist irgendwas noch nicht geflogen, oder? Ja. Hm. Aber nochmal. Das ist jetzt leer. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Da sind die kalten Rückholfeder kaputt. Der ist abgezoffen. Der ist abgezoffen. Der Müll ist ergangen. Ja. Habt ihr auch? Drehen wir das Benzin auf. Ja, gerade ist so gegangen. Ich auch. Das ist da. Das ist unten. Das ist mitten in der Nacht irgendwo angepirscht an den Zeltplatz. Ist immer problematisch, dass man nicht zu nahe an den Platz heranfährt, weil sonst hören natürlich die Wachen bzw. die Zeltlagerteilnehmer die Motorengeräusche vom Auto oder halt jetzt hier vom VW-Bus. Wir haben das Auto dann bzw. den Bus mitten im Wald abgestellt, sind dann die letzten paar hundert Meter bis zum Platz zu Fuß marschiert bzw. geschlichen. Wir sehen hier Aufnahmen von einem Showüberfall. Das bedeutet, wir machen immer so eine kleine Show. Das kann sein eine Feuershow, Musikshow oder auch Lichtershow, je nachdem. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei uns ist es meistens so üblich, wir verbinden Feuer mit Musik
und das gibt dann eine gute Show bzw. einen guten Showüberfall. Zu Beginn hat es erstmal ein bisschen gedauert, bis der Notstromaggregat angesprungen ist. Also wir haben da mehrere Versuche gebraucht, aber am Ende ist dann doch gelaufen. Und es war wirklich ein einmaliges und geniales Erlebnis, sowohl für die Wachen als auch für die Überfaller. Ihr drückt mich zusammen, Alter! Wie denn? Wie bist du denn? Wo ist die unter dem Holz? Ach komm, die Lisa macht das alleine! Hat sie gestern auch geschafft! Eins. Ja, wir haben es schon so. Jetzt brauchen wir einen zu füttern! Kürbisspritze! Nichts füttern, hab ich! Kürbisspritze, scheißegal! Oder mal ein wenig Wasser aus der Küche! Ein wenig Druck, mehr Druck, ein wenig einen Druckpunkt ausüben! Schwedenspritze! Ich bin schon dabei! Ah, warte mal, da liegt ein wenig Stroh rum. Soll er wegen ein Stroh essen? Stroh rum? Ah. Lieferung angekommen. Okay, jetzt Gesicht. Gas geben! Einmal Gas. Und dann gib ich auf. Ein Schild. Voll Gas! Ah. Ich gib auf! Bräuchte Funzel, ich hab meinen Handschuh verloren. Alter Duschen. Let's go!
hat mir nicht irgendwie in die Nase gestickt. Ich war eh. Das ist schön. Ich muss ihn so, jetzt stick in der Nase. Nein, in die Ohren. Stopft der eigentlich noch? Ja, klar. Ey, wie tief kann man schlafen? Der kann schlafen, weil er jede Nacht bis um 5 Uhr. Wie tief kann man schlafen? Das Schade ist eingetrocknet. Egal, das sieht geil aus. Licht aus, Licht aus. Ey, schon mal da. Das ist alles auf Brand. Das ist mit Edding, glaube ich. Ja. Ja, scheiße. Die Feuerkreuze bzw. der Brandsatz, der darf nicht fehlen. Er sieht sehr beeindruckend aus und ist immer wieder ein geniales Erlebnis, wenn man nachts auf der Wache steht bzw. im Wald als Überfaller hockt und dann auf einmal so Feuerkreuze oder hier im Brandsatz in Flammen aufgeht. Das ist immer wieder sehr spannend und sehr beeindruckend anzusehen. Wenn man in der Gruppe überfällt, ist es wichtig, dass man ein eingespieltes Team ist. Das bedeutet, es muss vorher klar sein, wer für die Musik- und Feuershow zuständig ist oder eben für die Show und wer für das Anschleichen, Anpirschen und schließlich Auskundschaften des Zeltplatzes zuständig ist. Natürlich, man kann sich auch komplett aufteilen, dass jeder einzeln sein Glück versucht, je nachdem, wie ihr es abgesprochen habt. Oder aber ihr überfällt mit der kompletten Mannschaft, mit der kompletten Truppe, dass ihr einfach reinrennt. Dann muss aber vorher klar sein, dass ihr absolut ruhig agiert, nicht dass ihr vorher gehört und ausgekundschaftet werdet vom Zeltlager selbst. Es ist auch wichtig, dass ihr ein gewisses Zeichen habt, wann der Überfall dann stattfinden soll oder wann ihr angreifen wollt. Das kann zum Beispiel sein eine Uhrzeit, dass man sagt, okay, wir dringen jetzt gegen 1 Uhr nachts ein auf den Zeltplatz. Oder aber ihr macht irgendein Zeichen, zum Beispiel 3 Böllerschüsse direkt nacheinander oder 2 Lichtzeichen mit der Taschenlampe oder so. Irgendwie so ein Zeichen, dass ihr halt wisst, wann ihr eindringen wollt. Oder aber ihr sagt, ihr kommt jeder einzeln rein bis spätestens 1:30 in der Nacht, dass halt jeder Bescheid weiß, wann er auch reinkommen soll als Überfaller. Nicht, dass die einen am Zeltlager dann noch ewig warten, bis die ganze Nacht rum ist und die anderen hocken noch derweil im Busch drin, also dass sich das alles elendig lang hinzieht über mehrere Stunden. Da wird es dann irgendwann langweilig für die einen Überfaller, die schon vorher eingedrungen sind. In der besagten Nacht waren wir also lustig zugange, saßen hier mehrere Stunden im Busch und haben wirklich einen riesen Spaß gemacht. Überfall ist immer wieder ein ganz besonderes Highlight im Sommer bzw. wenn Zeltlager ist. Ich kann es euch nur ans Herz legen und gut empfehlen. Unsere Beute in dieser Nacht war ein Campingstuhl. Wir sehen es hier gerade, meinen Kollegen, wie er mit einem Campingstuhl den Zeltplatz verlässt. Also er hat einen Stuhl ergattern bzw. stehlen können. Das war unsere einzige Beute an diesem Abend, also das Banner konnten wir nicht klauen und auch keinen anderen Gegenstand. An dieser Stelle muss ich natürlich auch wieder erwähnen, jedes Zeltlager ist anders. Das bedeutet, überall gibt es andere Regeln auf dem Zeltlager, habe ich ja auch schon im ersten Video erwähnt. Ihr müsst vor dem Überfall immer wieder das Zeltlager auskundschaften und euch über diese Regeln im Klaren werden, die dann dort vorherrschen auf dem Zeltlager. Das bedeutet, auf einigen Zelllagern kann nur das Banner geklaut werden, auf anderen Zelllagern kann auch Gegenstände geklaut werden, also zum Beispiel von der Küchenzelt oder vom Gerätezelt, dass man da irgendwas rausklaut. Auf jedem Zelllager ist es anders geregelt. Ihr solltet euch vorab informieren, dass euer Überfall auch lustig wird für alle Beteiligten. Die Überfallsaison geht so langsam dem Ende zu. Nächstes Jahr werden wir wieder neu angreifen und dann gibt es auch hier auf diesem Kanal wieder neue Überfallvideos. Ihr werdet in diesem Jahr auf jeden Fall noch Videos von Zeltlagern sehen, wo ich dieses Jahr dabei war. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und es wäre schön, wenn ihr immer wieder vorbeischaut. Habt ihr auch irgendwelche Stories, irgendwelche Überfaller- oder Zeltlager-Geschichten, dann haut sie bitte unten in die Kommentare rein. Schreibt mir schöne Geschichten und lustige Anekdoten unten in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr freuen, wieder viel von euren Zeltlagern zu lesen. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Wir sehen uns.